kann es nicht so genau sagen, seit wann ich schnarche, aber seit wir in einer Beziehung sind, ist es auf jeden Fall so. Für mich ist es eine grosse Belastung, wenn ich nicht schlafen kann, ich bin nicht ausgeruht. Und am Abend, wenn ich ins Bett gehe, weiss ich, es besteht wieder Gefahr, dass ich nicht einschlafe. Ja, es ist für mich ein Problem, wenn mein Mann schnarchelt. Also man kann in der Tat das Schnarchen als Volkskrankheit bezeichnen, wenn man bedenkt, dass jedes zweite Mann über 40 schnarcht. Bei Frauen manchmal kommt das etwas später, nach dem 15. Lebensjahr. Da sieht man, dass eine sehr, sehr hohe Zahl an Patienten das Problem haben. Schnarchen und Schlafapnoe sind niemals Ursachen, sind immer Folgen. Wenn die Atemwege, wenn diese Atemwege im Schlaf sich verengen, dann kommt so eine Luftturbulenz und das nennen wir Schnarchen. Wenn diese Atemwege aber sich sehr stark verengen, dass das zugehen, dann kommt kein Luftaustausch mehr und dann spricht von einer Apnoe oder von einem Atemaussetzer. Wir können eigentlich auch sowohl im Schlaflabor als auch zu Hause eine Schlafanalyse durchführen. Die neuen Methoden erlauben, dass die Schlafanalyse auch zu Hause in der gewohnten Umgebung in seinem eigenen Bett durchführen zu können. Die Patienten bekommen einen Computer, was programmiert ist und das misst, ob sie Atemaussetzer haben, wie oft, wie lange, hat das Gehirn, hat das Herz ein Problem damit, habe ich geschnarcht, wie laut und wie leise es war. Und damit können wir am nächsten Tag genau erkennen, was entsprechend eigentlich schon hier die Auswirkung auf den Organismus ist. Also sowohl das Schnarchen als die Aussetzer entstehen ausschließlich im Schlafzustand. Und das ist sehr wichtig, denn wie wir effektiv und nachhaltig therapieren können, diese Verengung im Schlafzustand zu erkennen. Also Schnarchen kann 7 verschiedene Ursachen haben. Und daher wird der Patient in einen Tiefschlafzustand versetzt. Und damit können wir eigentlich endoskopisch genau erkennen, die Ursache als Ursache. Und dann sprechen wir von einer ursachenorientierten Therapie. Also die Therapie läuft folgendermaßen. Die ist ambulant. Sie sind bei uns 3 Stunden im Operationszentrum. Erst werden Sie in eine Tiefschlafphase versetzt. Das nennen wir Sleep Nose Endoskopie. Das heißt, wir können erkennen in der Schlaftiefe mittels Kameras, wo die Verengungen entstehen. Und damit können wir gezielt und nachhaltig therapieren. Die Therapie ist sehr schonend. Wenn Sie wach sind, sind Sie in der Lage, einen Kaffee oder einen Tee zu sich zu nehmen. Und nach einer Stunde können Sie die Klinik verlassen und Sie schlafen zu Hause. Die Erfolgschancen kann man dadurch auch zusätzlich erhöhen, indem man zum Beispiel vermeidet die Rückenlage im Schlaf, Alkoholgenuss vor dem Schlafengehen, dass man einigermaßen im Rahmen ist und auf jeden Fall kein Übergewicht. Ich habe mich entschieden, dass ich die Therapie jetzt mache, das Jahr. Klar, aus gesundheitlichen Gründen schon mal allein für mich, dass ich mich besser fühle, dass meine Frau wieder schlafen kann. Ich möchte mich auch wieder attraktiver fühlen, tagsüber und die Nacht durch. Ja, also ich finde es sehr gut, dass du die Entscheidung von dir selber ausgemacht hast. Und klar haben wir ein paar Mal darüber geredet, aber ich begrüße das sehr, dass du die Entscheidung selber getroffen hast.